Zurück bei Abenteuerleben. Mit diesen 52 Stückchen Papier, da kann man ganz schön viel Geld verdienen. Beim Pokern zum Beispiel oder auch beim Blackjack. Hauptsache man hat ein bisschen Glück, man schummelt nicht und man lässt sich nicht in die Karten gucken. Damit man da tatsächlich auch nie durchschauen kann, steckt in so einem einfach wirkenden Papier ein simpler, aber sehr effektiver Sichtschutz. Wie funktioniert der? Birgit Immen war für Abenteuerleben in der Spielkartenfabrik. Sieg oder Niederlage. Diese Damen und Herren bestimmen, ob einer gute Karten hat. Da lohnt sich ein genauer Blick auf jeden Fall. Um gute Karten zu machen, bedarf es mehr als eines kritischen Auges. Hartmut Lauterbach und seine Kollegen merken das täglich. Allein die Kartonqualität, die Lackqualität und auch wie sie geschnitten sind, das sieht man, also ein Fachmann sieht das sofort. Und ein Laie soll das auch erkennen, was er in der Hand hält. Und das meiste Gespür kommt eben aus den Händen raus, aus den Fingern. Da spürt man schon, ist das eine gute Qualität oder ist das minderwertige Qualität. Für den richtigen Touch muss schon beim Papier alles stimmen. Das speziell angefertigte Rohmaterial kommt aus Oberkirch im Schwarzwald. Nur 1% Zellstoff ist im Grundgemisch, der Rest Wasser. Auf Sieden rüttelt die Papiermaschine das Rohmaterial erst einmal richtig durch, damit sich die Holzfasern gut legen, das Papier also schön ebenmäßig wird. Darunter läuft ständig das Reinigungsprogramm. Jeder Zellstoffrest auf den Sieden sorgt in der nächsten Runde für Unebenheiten. Eine Filzbahn presst weiteres Wasser aus dem Zellstoff. Langsam entsteht so aus dem weichen Brei zusammenhängendes Material. Der Rand muss ab. Der Wasserstrahl trennt den unregelmäßigen Seitenstreifen von der Bahn. Durch das Sieb bekommt das Papier eine rauere Unterfläche. Jetzt läuft noch ein Sieb über die Bahn. Mit Unterdruck saugt die Maschine Wasser und Feinstoffe von der Oberfläche. Der Schichtmeister prüft das erste Mal die Gleichmäßigkeit. 58% Wasser enthält das Material jetzt noch. Das beste Rezept gegen Wasser? Wärme. Walze für Walze erhitzt das Papier und verdampft so die unerwünschte Flüssigkeit. Strahlend weiß ist der Zellstoff nicht von allein. Eine Lackschicht aus Bindemitteln, Latex und weiteren Zutaten lässt die Bahn erst erleuchten. Der sogenannte Strich. Er sorgt nicht nur für Glanz und Glätte, sondern auch dafür, dass die Druckfarbe besser auf dem Papier hält. Und der Lack enthält wieder Wasser. Der nächste Heißtrockengang folgt prompt. Stunde für Stunde produzieren die Fachmänner in Oberkirch eine solche 7-Tonnen-Rolle. Etwa 3,5 Millionen spätere Kartenspiele laufen täglich durch die Papiermaschine in der Spezialfabrik. Was draufkommt, dafür sind die Spielkartenmacher zuständig. Genau wie beim Papier selbst gilt, der kleinste Fehler, eine Unebenheit, ist später eine Chance zum Betrügen. Jeder Millimeter der Druckplatte kommt deshalb unter die Lupe. Neben Skat und Rommi produzieren die Altenburger auch Karten für Brettspiele und Quartette. Insgesamt knapp 300 verschiedene Blätter haben sie im Sortiment. Jetzt versenken die Drucker die Vorlagen für den Klassiker in der Maschine.
Auftritt für das Oberkircher Spezialpapier. In maschinengerechte Form geschnitten, zieht es seiner Bestimmung entgegen. Jetzt endlich kommt Farbe ins Spiel. Jede der vier Platten druckt nur einen Teil auf die Böden. Erst zusammen ergeben Gelb, Rot, Blau und Schwarz ein vollständiges Bild. ...8500 Damen, Buben und Asse pro Stunde schießen aus der Maschine. Am Anfang jeder Auflage muss der Drucker überprüfen, ob die Farben sauber übereinander auf das Papier kommen, die Bilder also nicht unscharf wirken. Dazu druckt er mit jeder Platte, also jeder Farbe, eine Art Fadenkreuz auf die Seite des Bogens und sieht in diesem Falle sofort, wer hier daneben liegt. Trotz Lichttisch sieht er allerdings nicht hindurch. Dafür sorgen die Oberkircher. Rolle für Rolle aus der Papiermaschine wickeln sie nebenan gleich wieder ab und ziehen sie durch teerschwarzen Klebstoff. Er ist meistens mit Graphit, also Ruß, verschmutzt. Für Saudi-Arabien zum Beispiel gab es aber auch schon eine blaue Variante. Mit diesem Anstrich kleben sie dann immer zwei Bahnen aufeinander und sorgen so dafür, dass bei diesem Papier kein Mensch mehr den Durchblick hat. Egal ob Skatclub oder Casino, der Karton lässt keinen durch die Karten gucken. Zum Abschluss messen sie noch einmal die Restfeuchtigkeit, damit das Papier beim Transport keine Wellen schlägt. Von jeder Charge geht ein Stückchen in die Dunkelkammer. Durch die extrem grelle, steile Lampe kommt auch die kleinste Unebenheit ans Licht. Ein Fehler auf dem Teststückchen bedeutet das Ende für die ganze Rolle. Karl der Große, Cäsar und Alexander schmücken als Könige das ursprünglich französische Blatt. Aber auch das bayerische Pendant mit Eichel, Gras und Schellen bringen die Altenburger zu Papier. Jetzt trennen sie Damen und Herren, Asse und kleine Nummern voneinander. Erst in feine Streifen, dann in einzelne Karten. Ausschussware bekommen Labors und Apotheken. Damit lassen sich zum Beispiel Pulver gut zusammenschieben. Schon im 14. Jahrhundert tauchten Karten in Dokumenten auf. Meist im Zusammenhang mit Spielverboten. Und obwohl ihr materieller Wert nicht hoch ist, sind sie für die meisten mehr als bloß ein Stück Papier. Naja, wenn man eine Karte zerreißt, ist das natürlich ein Unterschied. Gehört die Karte mir, habe ich die erst frisch gekauft, ist sie aus einem neuen Spiel, da tut mir das natürlich weh. Aber bei 170.000 Spielen am Tag ist das ein normaler Handgriff. Da gehört das zur Qualitätskontrolle. Davon hat jeder Stapel hier genügend hinter sich und ist damit bereit für den Ernstfall. Spielen.